Das Prinzip der Schwerpunktberechnung kann man sich anhand einer Balkenwaage sehr gut veranschaulichen. Nur dass bei dieser Balkenwaage der Drehpunkt variabel ist und nicht die Kräfte ausgeglichen werden. Der Drehpunkt soll so berechnet werden, dass er in einem Abstand zu den Kräften angreift, sodass diese Kräfte dann im Gleichgewicht stehen. Als erstes benennen wir die Kräfte F1 und F2 und R. R muss somit genauso groß sein wie F1 plus F2. Bildet man jetzt die Summe der Momente um diesen Punkt A, erhält man Null ist gleich der Kraft F2, die mit dem Abstand L angreift und rechts rumdreht. Und links rumdrehend R, also minus R, im Abstand X zum Punkt A. Bringt man nun R mal X rüber und teilt anschließend durch R, erhält man X ist gleich F2 mal L durch R. Setzt man nun für R noch unsere Kräfte F1 und F2 ein, so erhält man X ist gleich F2 mal L durch F1 plus F2. Damit ist die Lage der Resultierende im Vergleich oder in Relation zu den Kräften berechnet.